Der Tag des Untergangs. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Minecraft-Folge. Jetzt endlich mal mit einem anständigen Bildformat. Und ich muss allerdings gleich mal dazu sagen, dass ich die Auflösung runterstellen musste. Also ich habe zwar normalerweise hier Full HD, also 1080, allerdings kackt er dann richtig ab, sobald ich Fraps anschmeiße. Holla die Waldfee, also so läuft alles ein und frei, aber sobald ich hier in Minecraft Videos aufnehme, bin ich bei 10 Frames. Und das sieht einfach nur total creepy aus. Das geht ja mal gar nicht. Also, darum habe ich es jetzt auf 720 runtergestellt. Wird man sich dran gewöhnen müssen. Es wird ja wohl reichen, denke ich. Es ist ja immer noch hoch genug und vor allem jetzt endlich mal Breitbild, wie sich das gehört. Nur mal so vorweg. Also ich denke, Qualität sollte ausreichend höher, dann da ist hier keine Frames mehr zu erreichen, die irgendwie noch jemanden zumutbar sind. Von daher spielen tue ich zwar dann prinzipiell auf 1080, aber wie gesagt, sobald ich Fraps anwerfe, das zieht wie Sau. Das mal so auszudrücken. Ja, Hallöchen! Ansonsten, ich habe gerade ganz frisch das aktuelle Misas drauf gemacht, wie man sieht. Habe jetzt also noch keine persönlichen Änderungen am Texturenpack vorgenommen. Ich muss aber sagen, die neuen Glastexturen gefallen mir extremst gut. Also, die gerade so Großglasfronten wie hier, Hammer! Also, das. Ja, spitze. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, lange nichts gehört. Ja, ist ja auch kein Wunder. Ich bin in der Zwischenzeit umgezogen und dies und das und bla bla bla. Hatte viel zu tun und habe eigentlich immer noch viel zu tun. Deswegen bin ich auch nicht wirklich zu viel gekommen, wie man sieht. Also hier so schon ein bisschen was. Bin jetzt aber gerade wieder so mittendrin so richtig anzufangen, hier wieder aktiv groß was zu machen. Also nächste Folge lässt nicht mehr so lange dann auf sich warten wie diese jetzt. Keine Sorge. Prinzipiell. Sehr schön. Boah, das sieht ja schön aus. Ja, das gefällt mir. Sieht hübsch aus. Ja, blaues Wasser übrigens. Außer dort, weil das ist Dschungelwasser. Das ist so hässlich. Ja, prinzipiell. Da hinten, das hatte ich glaube ich schon mal angesprochen. Geht ja was lang, das zeige ich noch nicht. Da habe ich aber schon wieder ein bisschen was gearbeitet. Das kommt später mal noch. Da bin ich fleißig am Werken an so schönen Schleichdschungelpfaden und ähnlichen. Aber da will ich nicht zu viel verraten, das ergibt dann schöne Sachen. Ja, hier sind wir. Was gibt's denn alles Neues und was habe ich jetzt konkret vor, jetzt demnächst, wo ich jetzt wieder ein bisschen mehr mache und mehr Zeit dafür hoffentlich finden werde. Ja, also erstmal sehen wir hier, haben wir die Wege ein bisschen ausgebaut. Der Turm hier, da haben wir was reingebaut, da sehen wir noch was Kleines, das zeige ich euch dann. Das hier habe ich heute erst so richtig gemacht. Ja, überhaupt, apropos, heute, also wir haben es jetzt, was haben wir es denn? 23.24 Uhr. Also ich habe noch 36 Minuten, dann geht die Welt unter, von daher muss die Folge bis dahin im Kasten sein. Okay. Ja, da wird's mal Zeit hier. Die Glastexturen sehen echt fesch aus. Ja, die Framerate gefällt mir trotzdem immer noch nicht wirklich, aber zumindest besser als das, was es bisher war. Ja, womit fangen wir an? Wir fangen an. Hallo. Hier erstmal. Ja, ich habe ihn an der Waffe, ich weiß, aber das gehört sich so. Die schöne Texturenpack zu bestaunen. Ja, und zwar, also wir sehen ja, die Wege haben wir hier ein bisschen gemacht. Miau, miau. Und hier geht jetzt zum Beispiel der Hauptweg von meinem Häuschen hier zum Bahnhof, also der Hauptweg, der Nebenweg zum Bahnhof und zum Hauptweg. Und dann hier noch ein kleiner Pfad hier entlang. Und hier bin ich noch am Werken, das ist nur halb fertig, das können wir aber mal zeigen. Hier entstehen so schöne Gärten. Da kommt dann noch so ein paar schöne Bäume. Hier habe ich schon mal einen Teich angelegt, also den habe ich selber gemacht.
Da kommen dann noch Seerosen und sowas rein. Und da habe ich. Ja. Da habe ich schöne Ideen dafür, hier noch so einen schönen Garten anlegen. Da habe ich hier ein bisschen schon mal was gemacht. So kleine. Ja, schöne Hecken mit Blumen und Bäumen und Co. Und hier hinten haben wir so eine hübsche Sitzecke mit Tischen und Ähnlichem, mit viel Blumen und Bäumen. Ja, das sieht, denke ich, schon mal ganz nett aus. Und hier soll eben noch der gesamte Rest hier so ein bisschen begrünt werden. Passend dazu haben wir hier einen so einen schönen Pavillon. Den gehen wir aber mal ganz professionell ab. Auf unserem eigens dafür angelegten Weg. Schließlich ist der Weg dafür da. Nicht, damit man hier die ganze Zeit sinnlos in der Gegend rumfliegt. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, hier haben wir dann einen richtig schönen, ganz großen Pavillon. Mit einer Birke in der Mitte, mit Wasser. Hier kann man überall sitzen am Rand. Überdacht ist man geschützt, wenn es regnet. Kann hier schöne Feste und Grillpartys veranstalten. Das ist, wisst ihr ja, ist immer ganz wichtig. Grillen, 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 nicht braten. ja. Was grillen wir denn? Ja, überhaupt, was grillen wir denn? Also ich bin ja prinzipiell immer ein Freund von Mutzbraten oder ähnlichem. Also eigentlich gehört der natürlich über Birkenholz geräuchert, aber man kann den auch auf dem Grill mal tun, das geht schon mal. Ist einfach ein Burner. Oh, Pferderoster. Oh, Leute, Pferd. Pferd ist. Von mir aus sollen sie auf den Dingern reiten, aber schmecken tun sie noch viel besser, wie sie aussehen. Du. Holla die Waldfee. Ich meine, ich finde Pferde toll, nichts gegen Pferde, ja. Also, ich bin ja auch schon mal geritten und so. Macht Spaß. Das sind schöne Tiere, hab nichts. Ich hätte gern so ein skandinavisches Pferd, so mit so langen Zwitteln an Beinen, so diese schönen, starken, muskulösen Wikinger-Pferde. Die müssen nicht schnell sein, die müssen einfach nur so eine Menschenmasse umrennen können, dann passt alles. Aber Mensch, die schmecken gerade so Pferderoster oder so, oder Bison. Ganz fein, ganz fein. Ja, genug zu dem Thema, wir sind ja schon wieder längst aus dem Pavillon raus. Was hat sich hier groß getan? Also die Fenster sind ja riff. Von Weitem denkst du, das ist leer jetzt. Da denkst du, da ist gar nichts. Aber hier ist wirklich Glas. Hier ist ein Fenster drin. Das sieht voll cool aus. Das gefällt mir, die neue Textur. Also dieses durchgehend und nicht mehr überall noch diesen Metallrahmen haben. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ansonsten dieses, ja, was auch immer ich das mal genannt habe, ist jetzt fertig. Und da schauen wir auch gleich mal rein. Bitte fragt mich nicht, was für einen Sinn das Ding hat. Ich weiß es selber nicht, was für einen Sinn dieses Gebäude hat. Ich wollte es einfach gebaut haben. Es sah irgendwie... Die Fackeln ja richtig hier für mich. Das sieht einfach... Es ist so eine Art wissenschaftliches... Was auch immer. Also hier haben wir mehrere Etagen, in denen wir hier hochgehen. Hier ist eine grüne Etage mit Pflanzen. Warum? Weil ich es kann. Darum. Muss man nicht nachfragen. Einfach, weil ich es kann. Die nächste Etage ist eine... Ah, das sieht ja jetzt hübsch aus. Das gefällt mir gut. Ist diese ein Lager mit Bibliothek hier, wie man sieht. So, dann kommt diese Ah, okay, jetzt ist der Kreislauf unterbrochen. Das ist ja schade. So sollte das nicht sein. Aber gut, das ist so eine Art, das soll einfach eine Art Wissenschaftsetage darstellen. Also hier sind so wissenschaftliche Waschbecken. Die sind hochwissenschaftlich. Das muss man immer betonen. Waschbecken. Also ein Waschbecken ist ein hochwissenschaftlicher, komplexer Vorgang. Ich weiß, wovon ich rede. Ich arbeite in der Grundlagenforschung, also nicht in Frage stellen. Es ist einfach so. Ja, nee, eigentlich läuft das hier im Kreis und blinkt mal da auf, blinkt mal da auf, blinkt mal da auf und so weiter im Kreis. Bin ich jetzt zu faul, das wieder anzumachen. Apropos, ich habe eine Karte, auf der das Wasser aber grau ist. Auf der Karte nicht so schlimm. Wo sind wir? Da ganz unten. Aha. Ja, hat sich nicht viel geändert. Jedenfalls, ja. Der Punkt ist eigentlich vielmehr das, was ganz oben kommt. Das ist halt so eine Art... Also ich wollte so eine Art astronomischen Ausguck machen, so ein bisschen. Jetzt habe ich natürlich... Oh, das sieht echt cool aus mit der neuen Glastextur. Ich staune, ich schwärme. Also,
Oh, Sonnenuntergang. Ist doch nicht hübsch. Ja. Also Teleskope könnte ich jetzt schlecht nachstellen. Deswegen habe ich hier einfach so Emeralden hingesetzt. Emerald. Und ihr hört schon genau. Hier oben ist ein lustiger Bewacher. Ein Golem, der hier halt also um diese ganze Mechanik Wissenschaftsdingsbums noch mehr zu verdeutlichen. Ein ofenangetriebener Steampunk-Golem, der hier rumrennt. Ja, sowas kann man immer brauchen. Jetzt wird es auch Nacht und da kann man praktisch hier nachts oben schön rumstehen. Kann man sich hier belesen über das Heisenbergsche Wirkungsquantum und String-M-Theorie und kann einem dann hier über diese Dingsbums die 11. Dimension entdecken und die Stringfäden schwingen sehen. So in etwa. Also das, ja. Oh, der Sternenhimmel ist aber hübsch. Da, guck mal, die Milchstraße. Schön, falls das überhaupt ist. Ja, vermutlich. Wir gehen mal davon aus, dass Misa die Milchstraße hier reingepackt hat. Ja, also hier ist praktisch so ein Stern, das geht sogar wirklich gut. Also ich bin begeistert. Die neue Glastextur, mit der ist das richtig schön. Da kann man sich wirklich hier mal so hinstellen und kann einfach mal die Sterne beobachten. Sind sie nicht schön? Fantastisch. Wo ist denn der Mond? Wie sieht denn der jetzt aus? Mond? Zeige dich. Ja, zeigt sich. Hä? Hose. Hose. L-Hose. Jedenfalls, naja, gut. So viel dazu. Eieiei, die Framerate ist echt nicht schön. Also, wie gesagt, Fraps ist... So sehr ich Fraps auch bevorzuge gegenüber allen möglichen anderen Sachen... Es ist fantastisch, aber es zieht ohne Ende. Mal von den unendlich großen Dateien abgesehen, die mir das erzeugt, ja. Eine Minute Film in Gigabyte, so auf die Art. Das ist ja genauso, ach, nicht mal 2 Gigabyte. Ich meine, das wird ja dann eher, komprimiere ich ja dann eher alles, aber... Und qualitativ gar keine Frage, aber es zieht halt auch dementsprechend. Das ist schon ziemlich brutal. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt ein... Ja, aber ich glaube, das kann man nicht wirklich... Ich kann die Framerate einstellen, mit der es aufnimmt, ja. Aber ob sich das großartig ändert, ja, kann man natürlich nicht vor die Wand laufen. Ist mir jetzt auch Wurst. Wir müssen jetzt erstmal damit leben. Ich schaue mal, ob ich das verbessern kann noch. Dann laufen wir hier weiter. Wir sehen hier diesen schönen Springbrunnen mit blauem Wasser. Ja, ja, das Wasser ist blau, so viel habe ich gelernt. Da ist ein Huhn. Das hat ein Ei gelegt. Cool. Apropos, es ist Nacht. Probieren wir gleich mal aus. Moment, ich hab die. Aha. Was ist denn das für ein hässliches Bild? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kackt Fraps richtig auf. Ich sehe ja gar nichts. Jetzt sehe ich was. Ah, da. Ah, da hatte ich wahrscheinlich gerade die Schwarzen erwischt. Ich habe nicht schwarze Silvester heute. Schön. Ja, nicht schlecht. Also da arbeite ich noch dran. Weiß jemand, ob es eine Mod gibt, um die Dinge, die im Dispenser sind, unendlich zu haben? Denn ich muss momentan noch auch im Creative-Modus die Raketen echt einzeln herstellen. Und ich würde gerne so eine richtige Silvester-Show, also so eine Silvester, so eine richtige Raketenshow hier machen mit Dispenser. Aber das ist ja doof, wenn die alle wären und ich die hier ewig lange noch herstellen muss. Also, nee, nee. Das gibt's, hat jemand eine Ahnung, ob es da irgendwie einen Mod gibt. Hui! Oh, schön! Machen wir nochmal. Hui! Damit hätten wir das auch mal gesagt. Jetzt gibt es ja diese Enchantment-Bücher. Haha, guck dir, das ist so episch, guck dir das an. Ja, das, ja, ich create, ich meine, ich habe das hier die Ähnlich, aber das ist mal, dick. Gut, so viel dazu. Ob's, ja, dass das praktisch, wenn ich da auch nur eine Rakete oder was auch immer oder einen Schneeball reintue, trotzdem unendlich oft schießen kann, so auf die Art. Das wäre ziemlich cool. Hier ist das Lagerhaus, das kennen wir bereits. Hier ist jetzt was Neues entstanden. Wo ist auch noch nicht, da brauche ich mal. Ja, apropos, wo wir gerade hier so mittendrin sind. Hier so, also da. Bitte, wie immer, hinterlasst eure Kommentare.
Kommentare, sagt eure Meinung, was haltet ihr vom neuen Format? Ich sehe, reichen die 720 Auflösung aus? Ich hoffe, also höher geht eh nicht, tut mir leid, weil Framerate ist dann völlig im Keller. Ja, und ansonsten bitte Kritik, Lob, wie auch immer, Hauptsache bisschen, ihr wisst ja, ich freue mich immer über Kommentare. Jetzt sehen wir erstmal hier, was habe ich hier hingesetzt. Ich habe ja gesagt, hier, also hier kommt dann nochmal noch Fabrik und Co. hin und so. Das soll hier so eine richtige kleine Stadt werden. Hier kommt dann auch noch viel mehr dazwischen, Bäume und ähnliches hin. Die Detailarbeit kommt dann später. Was haben wir hier? Nein, das ist kein türkischer Halbmond, das ist eine Bibliothek, beziehungsweise die Bibliothek. Und das ist jetzt auch alles ausgeschildert. Da. Bibliothek. Bibliothek. Ja, und da haben wir erstmal hier wieder schöne Sitzecken mit Lesestoff. Hier ringsrum mit hübschen Bäumen und Gras, wo man lang gehen kann. Ihr wisst ja, Details sind das Wichtigste. Ja, apropos Details sind das Wichtigste. Hier fehlt ein Zaun. Da vorne auch. Dann ist es vermutlich Absicht. Was machst denn du da? El Chicken. Nix Ei auf meine Bücher, ich seh's schon, hä? Weißt du, du bist so, naja. So, Punkt. Ist nämlich hier, sollte eigentlich so ein Strahl in den Himmel gehen, dachte ich. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Wie funktioniert, ich hab das nicht kapiert. Ich mach's doch genauso, wie man's machen muss. Glaub ich zumindest. Kann mir da mal jemand helfen, was ich... Ich zeig's gleich. Jedenfalls haben wir hier einen Außenbereich der Bibliothek, den ich schon mal persönlich ziemlich cool finde. Mit sehr schönen Sitzecken, mit vielen Büchern zum Lesen. Was auch immer das macht. Du schmeckst urlecker. Oh, so ein schönes oh, Hühnerfilet oder Putensteak oder sowas wäre natürlich auch nicht schlecht auf dem Grill. Ja, dann kommen wir in den Innenraum der Bibliothek. Denkt man, ist aber spärlich hier. Alles aber sehr spärlich. Aber, ja, ruckelt man nicht so. Aber ich bewege mal die Maus langsam. Hier haben wir ein paar Bücher. Ein bisschen was zum Hinsetzen, wie immer. Das ist ja hier so eine Art, also sollte eine Galerie werden. Natürlich eine bisschen kleine Galerie. Denn dann geht es hier runter in den eigentlichen Kern der Bibliothek, wo dann die ganzen Bücher hier überall versteckt sind. Wie man hier sieht. Hier mit Sitzecken mit, okay, nicht, ne, ach, kein Groß, so, mit hier, mit Depsch ausgelegt, Depsch, kennt ihr Depsch, D-E-B-S-C-H, ne, Doppel-B-S-C-H, Depsch, also einen schönen Teppich ausgelegt, Depsch, ja, und genau, hier ist praktisch, hier hinten, also hier habe ich eine Diamantpyramide mit diesen Dingsbums. Und hier ist dieses Dingsbums. So, Moment mal. Ich hatte da einen Diamanten reingelegt, aber warte mal. Also da muss man... Was ist denn das? Da muss man ja einen Diamanten oder ähnliches reinlegen. So, aber da passiert nichts. Also ich habe die maximale Stufe hier, also maximale Basis der Pyramide ist ausgebaut. Die ist wirklich so groß hier drunter. Das Ding hat nach oben hin Platz, also Glas darf ja drüber sein. So, und dann hier, aber ich weiß jetzt nicht, da passiert nichts. Ich will, keine Ahnung, was ich da tun soll. So. Schade. Blüpp, hat ein Ei gelegt. Ja, dann geht's nämlich noch, Bibliothek, Bücher, geht es hier runter. Und unter dieser diamantenen Pyramide, oh, ich habe die Tür aufgelassen, finden wir den Enchantment Room. Wo wir dann praktisch Dinge verzaubern können. Hey, das sieht ja hübsch aus. X, N, V, X, P, L, O, Z, S, M, F, N. Schön. Ja, der ist hier richtig schön unten drunter, direkt unter dieser Pyramide, die theoretisch einen Lichtstrahl nach oben schicken müsste. Was dann bestimmt ziemlich cool aussieht. Ja, genau. Also das, oh, es ist wieder Tag, das freut mich. Also hier durch praktisch so zum, ja, die Framerate könnte mich immer noch an, muss mal ehrlich zu sagen. Da liegt ein Ei. Mädel, was legst du ein Ei her? Ja, was guckst du mich so doof an? Ja, cool, wa? Also das ist die Bibliothek. Ich werde verfolgt von ihm. Die Bibliothek. Und
Ach ja, Bahnhof, genau, das habe ich nicht. Ich muss nicht erstmal gucken, was ich bis wohin ich überhaupt gezeigt habe in der letzten Folge. Sag mal. Mach mich nicht fertig. Ich glaube, ich hatte nicht das gezeigt. Jedenfalls können wir ja hier jetzt mal in den Bahnhof gehen. Da habe ich noch schöne Pläne für die... Oh, das sieht toll aus. Für die Hauptstrecke. Für das Hauptschienensystem. Also wichtig ist ja vor allem das Wichtigste von allen, dass diese Textur noch geändert werden muss von mir. Ihr wisst ja, da wollte ich ja die schöne aus dem Antik-Texturenpack haben. Habe ich jetzt, wie gesagt, ich habe das jetzt gerade ganz frisch drauf geknallt. Also die Textur ist mir ganz wichtig. Eigentlich will ich nur wegen der Textur das ändern. Der Rest ist eigentlich Obsidian vielleicht noch ein bisschen. Ansonsten passt der Rest ja alles. Aber vor allem, das muss anders aussehen. Ja, und geht's ja hier runter, das wissen wir ja. So, habe ich hier schon mal... Also hier entsteht praktisch die Haupttrasse. Wo ich auch schon überlegt habe, die vielleicht zweispurig zu machen oder gar mit Wasserkanal noch oder sowas. Schauen wir mal. Ja, und dann hat man ja hier praktisch diese noch unangefangenen. Hier ging es ja runter ins Minensystem. Das hat man ja schon. Da hat sich bisher noch gar nichts geändert. Ach, das sieht jetzt richtig gut aus. Aber hier hat sich eine Trasse ergeben. Zur Brücke der Unendlichkeit. Nein! Ja, natürlich, das war eigentlich vollkommen logisch, dass das Ding jetzt wegfährt, weil ich es nicht schaffe, rechtzeitig zu klicken, weil ich hier gerade mit 14, 15 Frames rumkacke. Ja, hier bin ich. Komm, komm, komm. Hier habe ich praktisch... Yay! Ui, 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 ui. Fantastisch. Das klingt ja schrecklich. Jedenfalls kommt man dann hier an. Zum Bahnhof. In die andere Richtung natürlich. Und kommt in diesen hübschen kleinen Häuschen an. Das ist sozusagen das kleine Mini-Bahnhof-Häuschen. Das ist die Bahnstation. So, ich habe überlegt, genau dieses Schema, wie ich dann überall halt diese Bahnstation so baue. Nach diesem Schema. Dass das ein einheitliches Bild gibt. Hier hat man halt praktisch Sitzgelegenheiten, ein bisschen Musik, hier Jukebox. Ja, ich mein, so einfach, weil ich es kann, ist da schöne Fensterchen. So ein Blümchen mittendrin. Ach, jetzt gibt es doch Blumenkübel. Blumen, Blumen, Blumen. Ja. Töpfe gibt es doch jetzt. Muss ich mal ausprobieren. Habe ich bisher noch gar nicht ausprobiert. Schön. Und dann kommt man nämlich direkt hier raus. Hier bei der Brücke. Da seht ihr es. Da oben baut sich gerade nichts in die Wolken davon. Krass, ich sehe durch die Wolken die nicht durch. Das ist ja interessant. Ja. Jedenfalls kommt man dann hier raus. Hier hat man nochmal eine schöne Leseecke. Wie immer, sowas ist ganz wichtig. Ein bisschen Blumenrabatte und kommt dann eben entsprechend hier bei der Brücke der Unendlichkeit raus. Die kennen wir ja bereits. Und so viel Neues gibt es gar nicht hier. Das ist, ja, das hier, das ist noch, wie man gerade sieht, da hinten mitten im Bau. Und zwar ist das, ja, keine Ahnung, ich kann es halt. Oh, das sieht ja schön aus. Hose. Dingsbums. Die Frame-Rate ist, die richtet mich gerade auf. Ja, hier ist praktisch so ein Tunnelgang, Brücken, Dingsbums. Hier wird noch was dran gebaut, da habe ich schon Ideen. Dazu gehe ich jetzt aber nicht genau drauf ein. Ich sage nur, es wird interessant, was dort hinkommt. Da ist übrigens die Schmiede, die zeige ich dann noch. Da weiß ich nicht, ob das jetzt hier direkt an die Schmiede angebunden werden soll oder nicht. Und hier wisst ihr ja, hier drunter ist ja das Portal. Und das ist jetzt nicht die offizielle Strecke, um überhaupt zu dem Portal zu gelangen, zum Netherportal. Anders kommt man da nicht hin. Über diese Brücke, über diese Tunnelbrücke, überdachte Brücke, über dieses Dings mit Bums, kommt man auf diese gut beleuchtete, ausgeleuchtete Wendeltreppe und kommt dann zum Portalraum, den ich auch nochmal ein bisschen ausgeschmückt habe. Ah, so sieht das aus. Ja, das gefällt mir hier. Also diese neuen Steinzäune, Steinmauern.
eignen sich auch hier sehr schön als Deko-Objekte. Oh, der bewegt sich hier. Interesting. Ja, und da kommt man hier praktisch zum Portalraum. Cool, mit dem Glas, also ohne das, ich bin begeistert, das sieht ja richtig cool aus. Schön, schön, schön. Ja, dann kommt er hier zum Portalraum, was die ja geändert haben. Sobald ich das Portal betrete, bin ich ja wirklich weg. Also ist ja nicht mehr so, dass das ein paar Sekunden dauert. Das finde ich irgendwie schade, weil so kann ich mich ja gar nicht mehr damit reinstellen, so aus lauter Freude am Vergnügen. Schade. Gerade deswegen habe ich das doch eigentlich so gemacht. Naja. Jedenfalls, den kennt man ja schon ein bisschen hier noch aufgewertet, so am Tisch. Und, ja, das gefällt mir, das muss ich mir merken. Ja. Jedenfalls. Ich habe 23.45 Uhr, noch 15 Minuten, dann ist Ende, Leute. Wisst ihr, ist euch das überhaupt bewusst? Ich frage mich, warum ich die Folge überhaupt aufnehme, wenn es gedreht wird. Im Ernst. So haben sie ja nicht anders verdient. Und jetzt springen wir mal hier raus und gehen hier hin. Hier kommt noch eine Weganbindung. Hier ist die Schmiede. Die braucht noch eine Anbindung. Es gibt ja jetzt Ambosse und sowas. Und was ist denn das? Ach, das sind die... Kann ich die... Da waren eigentlich... Okay, da muss ich noch rausfinden, wie. Ja. Alter. Das sieht ja unheimlich aus. Cool. Ja, diese hat natürlich jetzt so einen richtig schönen schmiedenhaften Flair, soll die haben. Das heißt, hier ist so richtig schön Lava. Ist da noch ein bisschen heran. Am Bosse stehen hier rum. Dann kannst du arbeiten. Arbeiten kannst du. Kennst du arbeiten oder klächen. Muss ich erstmal klächen, Leute. Ja, oh, die sieht ja gut aus. Und hier haben wir praktisch so richtig fette Schmelzöfen an der Wand. Hier noch zum Abkühlen. Da wird hier schöner Damaststahl, Damastschwerter werden hier hergestellt. Nee, wir machen natürlich noch Werkzeuge. Eine Damaszener Gartenzange. Das ist natürlich eine Damaszener Gartenzange, lohnt sich sowas, eine Damaszener Heckenscherbe. Sowas bauen wir, eine Damaszener Kettensäge. Das bringt's nicht wirklich. Ja, und hier praktisch der Arbeitsbereich, wo man hat. Ja, Dingsbums, ja. So, wisst ihr? Also, da nimmst du hier... Ah, sowas könnte... Natürlich... Oh, jetzt habe ich eine Idee. Bam. Also... Klar, Dingsbums, in Piston, ein Kolben, eine Hubkolbenpipette, also eigentlich nur ein Hubkolben. Was ist der richtige Name? Nee, nicht Hubkolbenpipette, ein Hubkolben. Eine Pipette halt, wie war denn das? Hubkolben. Wobei, jetzt liegt hier gerade was auf. Hubkolben. Naja, auf jeden Fall egal, ist ja auch was anderes. In Pisten von oben, der praktisch so eine Art, so einen gigantischen Schmiedehammer darstellt, der dann hier aufs Eisen drauf klopft. Das wäre natürlich eine brillante Idee. So könnte ich vielleicht noch einbauen, irgendwie. Aber wenn dann in der unteren Etage. Das ist eine tolle Idee. Warum kommt mir die immer erst jetzt? Hier hat man noch, ja, untere Etage. Hier geht es kurz runter. Das ist eigentlich nur eine Lageretage. Als Lageretage gedacht. Für fette Eisenblöcke. Hier ein schöner Berg mit Gold, der hier rumliegt und glänzt. Hier wird das schön zu Goldblöcken geschmiedet. Geschmolzen und verarbeitet und Fort Knox ist ein Witz dagegen. Hier, guckt ihr das mal an, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 und nochmal 3 dahinter, 9 Kubikmeter Gold, ja? Also das muss man sich mal geben. Auf der gesamten Welt gibt es gerade mal so viel Gold, das wird ein Würfel mit einer Kantenlänge von 20 Metern ergeben. Also 20 mal 20 sind 400, mal 20 sind 4000, 8000 Kubikmeter Gold gibt es auf der ganzen Welt. Das ist nicht viel, davon stehen hier all die Neune bei mir im Keller rum. Ja, das will was bedeuten. Neben dem Teilchenbeschleuniger und dem Durchflusszytometer.
und Sorter. Also nicht nur. Also und Sorter, Fax-Sorter hier und Dingsburg. Also eigentlich war das halt nur so als Lager gedacht, aber jetzt, wo mir gerade so die Idee kommt, hier mit so einem Schmiededampfhammer. Apropos Schmiedehammer. Ja, ich freue mich schon. In einer Woche gibt es Schmiedehammer. Ach nee, Mist, die Welt existiert ja nicht mehr. Oh, lecker. Schmiedehammer? So Schnitzelschmiede. Die schmieden Schnitzel. Die hauen mit dem Dampfhammer auf die Schnitzel drauf. Eigentlich nicht. Nee, ist ein sehr leckeres Restaurant. Und gibt Schnitzel. Also lässt ja der Name schon vermuten, würde ich mal so behaupten. Und die haben einen Schmiedehammer, ja, hausgemachten Kräuterschnaps. Mit Reimkapsaicin da drinne. Das ist so lebensmüde. Ich habe den mal probiert, damals, vor schon mittlerweile ein paar Jahren. Alter Verwalter, du fühlst dich 5 Minuten lang, hast du den Eindruck, du würdest sterben. Das brennt dir das Zahnfleisch von den Knochen. Ja, also ich habe ja mittlerweile schon die schärfste, von der schärfsten Chili der Welt hier, so eine Konzentratsoße probiert. Den, einen Teelöffel davon, ich bin nur bescheuert, den Döner reingeschmissen. Aber es war lecker. Ich habe zwar einen Liter Milch weggesoffen dabei, aber war gut. Also man kann es noch essen. Also es war eigentlich so ziemlich das Schlimmste, was es überhaupt gerade gibt, aber nicht ganz so. Jedenfalls denkst 5 Minuten lang, du bist voll am Abkrebeln, ja, aber danach geht's dir besser als je zuvor. Ist der Hammer. Fühlst dich wie neu geboren. Und könntest nochmal essen. Ja, eigentlich bin ich so weit fertig. Das ist schon irgendwie traurig. Ja, keine Sorge, also nächste Folge kommt wieder etwas schneller. Wie gesagt, ich habe jetzt erstmal wieder so richtig ein bisschen mich eingefuchst und bin jetzt dabei, hier wieder mehr zu machen, zu kreieren, zu erschaffen. Wie gesagt, da hinten habe ich schon ein bisschen mehr gemacht. Das seht ihr ja jetzt alles noch nicht, das kommt später. Das ist bis jetzt nicht, ich sag mal, im Ausmaß oder in der Größe nicht viel, sondern da kommt es vor allem wirklich auf absolute Detailarbeit und Detailtreue, auf jede einzelne Pflanze drauf an, die da gesetzt wurde und alles. Und das wird noch, da habe ich viele Ideen, das kommt dann vielleicht in der nächsten, aber eher in der übernächsten Folge oder so wird es dann mal gezeigt. Jedenfalls wird jetzt erstmal hier die Stadt noch weiter ausgebaut, die Fabrik. Vielleicht schon mal ein Grundriss, das Innere der Fabrik werde ich irgendwann machen. Dann, da kommt was Bestimmtes hin, dann hier noch Bäume, die Gärten fertig machen. Hier habe ich noch Ideen. Da hinten muss ich das auf jeden Fall bauen bei XZ0 Koordinaten. Da wollte ich ja auch was bauen. Da habe ich ja brillant. Oh, ah, hier, Dingsbums. Lass du auf. Guckst du nicht hin. Guckst du hin. Aber wird cool. Und dort kommt ja sowieso das ultimativste der ultimativen, das unendlich epischsten Bauwerke aller Zeiten hin. Das dauert aber noch, das wird wahrscheinlich dann Staffelfinale irgendwann mal. Das wird vielleicht sogar Staffel 3 erst, aber wird cool, muss ich mal so sagen. Wir könnten mal noch zurückfahren. Einfach so ein Spaß machen. Jedenfalls, wie immer, danke fürs Zuschauen, danke für die Geduld. Jetzt im Bahnhof. Hinterlasst wie immer Kommentare, ob nett oder nicht, ist mir eigentlich egal. Hauptsache ihr schreibt was dazu. Wie immer einfach eure ehrliche Meinung. Das freut mich. Das ist ein komischer Ton. Das klingt irgendwie nicht schön. Ja, egal. Jetzt sind wir wieder beim Bahnhof. Und ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Weltuntergang. tut mir leid, ich kann ja schon selber nicht mehr ernst bleiben. Wisst ihr, ich mach so, ich setze mich oben hin, trinke Whisky, mach hier. Ach, apropos, ihr hört's, Hintergrund, hä? Mensch, Two Steps from Hell, warum habe ich das nicht eher für mich entdeckt? Epischer geht's gar nicht mehr. Hier schön anmachen, mein absoluter Favorit bis jetzt, The Last Stand, bam, voll epic. Ultimativ, endlos, Perfektion, schön. Ah, hier passt natürlich hier Hobbit. Oh, klasse. Wird Zeit, dass ich mal wieder. Also, egal. Wie ihr merkt, bin ich ziemlich verwirrt. Das ist aber eigentlich auch nichts Neues. Dass ich jeden an der Klatsche habe, ist auch nichts Neues. Aber ich habe Spaß dabei. Das ist das Wichtigste. Und noch schöner ist, wenn ihr auch Spaß dran habt und
an dem, was ich hier so mache. Wie immer, schreibt Kommentare, sagt eure Meinung dazu und ja, und Tonqualität, ich weiß, ich arbeite dran, irgendwann kommt man noch ein neues Headset, ein anständiges, dann passt das auch. Jetzt haben wir erstmal ein schönes Bildformat und gut, denn bis demnächst, würde ich einfach mal behaupten. Habt noch einen schönen Tag und gutes Gelingen. Genießt das Leben, solange ihr noch könnt. 23.54 Uhr, 55, ich habe noch 5 Minuten. Und dann gehe ich ins Bett. Und dann schlafe ich. Ja, so werde ich es machen. Dann bis demnächst. Man sieht sich. Auf Wiedersehen.